eigentlich ist das so eine typische Geschichte aus dieser Zeit. Ich habe also Architektur studiert aus Begeisterung. Und zum Lautsprecherbau bin ich einfach nur gekommen, weil ich parallel dazu auch in einer Band gespielt habe. Insgesamt bestimmt 20 Jahre oder länger, ich weiß nicht mehr. Und wir hatten noch ein richtig schönes Studio für damalige Verhältnisse, richtig gut. Leider ein paar Mal geknackt worden, Sachen waren weg. Studenten, Musiker, kein Geld. Ich hatte durch das Architekturstudium unter anderem Schreinerpraktikum gemacht. Ich wusste also so ein bisschen, wie Holz geht. Und dann habe ich halt die ersten Lautsprecher für die Band gebaut. Und wir sind damals ziemlich viel rumgetourt. Und dann habe ich natürlich an den Reaktionen der Leute und der anderen Musiker und Veranstalter aus der Zeit damals irgendwie gemerkt, das ist nicht ganz so das Normale, was da an Lautsprechern stand. War auch nicht, weil ich in den Sachen, die ich mache, immer relativ konsequent bin. Und naja, irgendwann während des Architekturstudiums habe ich dann halt gemerkt, dass Architektur, so wie draußen passierte, nicht mein Ding war. Offensichtlich habe ich das Thema zu ernst genommen. Für mich war also immer klar, als Architekt, jeder Architekt ist eigentlich dafür verantwortlich, wie sich jeder von uns in der Gesellschaft von morgens bis morgens fühlt. Das heißt also, egal ob das jetzt Wohnungsbau, Arbeitsstätten, Landschaftsbau, Städteplanung ist, da leben überall Menschen. Und je nachdem, wie das gestaltet ist, fühlt man sich gut oder weniger gut. Und ich habe gemerkt, dass in der Zeit damals so die Maxime ausgelobt wurde, im Prinzip Grundfläche mal Höhe gleich Profit. Das war überhaupt nicht das Bild, was ich von Architektur hatte, ganz im Gegenteil, weil ich habe dann gemerkt, dass es gar nicht mehr um die Menschen an sich ging, sondern eigentlich nur um Geld. Was ja eigentlich nichts Schlimmes ist, jeder muss ja irgendwie verdienen. Aber diese Ausschließlichkeit, dass man meinte, alles geht nur noch über Geld, das hat mir den Spaß daran verdorben. Nicht ganz, also Architektur interessiert mich immer noch, aber immerhin so weit, dass ich nach 8 Semestern mir 1,5 Jahre Auszeit genommen habe und mir überlegt habe, was ich mit der Restlaufzeit meines Lebens anfange. Und da liefen dann diese beiden Sachen parallel, also Architektur und Lautsprecher bauen. Und nach dieser gründlichen Auszeit habe ich mich dann entschieden, weil ich so den Verdacht hatte, dass Lautsprecherbau mir erheblich länger Spaß machen würde als Architektur. Architektur interessiert mich immer noch, das lässt mich auch nicht los. Ne? Aber ist eine völlig, wenn ich mich manchmal so umsehe in den Städten, geht man durch irgendwelche Straßen und denkt, ja okay, Balkon nach Norden ist nicht schlecht, aber wenn ich abends nach Hause komme und ich habe keine Sonne am Balkon, ist das irgendwie scheiße. Und bezahle da trotzdem viel Miete für. Ne? Dann denke ich mir immer, ja, die Wahl war goldrichtig. Und die ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die es gibt, wo wirklich gute Architektur gemacht wird, ne, gibt es auch in Deutschland. Und ich meine, Deutschland hat nicht umsonst da eine ganz große, auch heute noch bedeutsame Geschichte, ne, die leider unter anderem auch durch Dritte Reich abgetötet wurde. Ne. Und dann diese ganze Geschichte mit dem Wiederaufbau nach dem Krieg ist ja eine Geschichte für sich. Da war mit richtig gut und bauen und so zum Teil gar nicht machbar, ne? Aber irgendwann muss man auch mal aufhören, immer dieselben Fehler zu machen. Und wenn man heute irgendwie die aktuelle Situation sieht, welche Knappheit wir auf dem Wohnungsmarkt haben und warum wir die haben und für welche Leute wir die haben, dann denke ich mir, ja, alles richtig gemacht. Ne? Dazu kommen auch noch zu dieser Entscheidung damals, kam auch noch mir Deutschland damals irgendwie schon zu eng war in Bezug auf Gestaltungsmöglichkeiten. Das heißt also, damals schon haben mich diese unglaublich vielen Vorschriften, die ja nicht weniger geworden sind im Laufe
der langen Zeit, mächtig gestört. Und das war auch ein Faktor, warum ich gesagt habe, nee, wenn, dann irgendwo in Brasilien, aber auf gar keinen Fall in Deutschland. Ne? Dann ist jetzt nichts gegen Deutschland, wir sind halt so. Und dann ist das so. Also es passiert, um das mal vorwegzunehmen, es passiert manchmal, dass man meint, man hätte was Neues und im Nachhinein stellt man fest, gibt's ja schon. Zum Teil sogar bei mir selber, dass ich irgendwie eine Box entwickle und dann schlage ich irgendwie ein Fotoalbum auf und denke, ui, 1973 hatte ich schon mal. Ist aber nicht schlimm, weil heute sind die Voraussetzungen als damals völlig anders, weil man baute damals sehr viel Hörner, aus dem einfachen Grunde, weil es gab keine nennenswerte Verstärkerleistung. Das heißt, man war immer darauf bedacht, aus den Lautsprechern das Möglichste rauszuholen. Und das geht am allerbesten und eigentlich unbestritten über ein Horn, dass der Lautsprecher über ein Horn den Wirkungsgrad erhöht. Und dann gibt es die zweite Stufe. Heute gibt es andere Lautsprecher als damals. Das heißt also, die ideale Mischung ist, ich sage es mal in Gänsebeinchen, ein altes Prinzip, was ja nicht wirklich alt ist, sondern nur im Moment wenig verwendet wird, das Prinzip mit Hörnern zu arbeiten, zu mischen mit neuen Lautsprechern. Weil die Lautsprecher haben zwar heute in der Regel einen niedrigeren Wirkungsgrad als die alten, vertragen aber deutlich mehr Leistung, wodurch man manchmal den niedrigeren Wirkungsgrad auch wieder aufholen kann. Und dann ist das eine ideale Mischung. Ne, egal, ob es dieses Hornprinzip schon seit Jericho gibt oder nicht, spielt dabei überhaupt gar keine Rolle. Wenn irgendwas richtig ist, ist es halt richtig. Und dann muss man halt immer definieren, richtig in Bezug auf was. Das beschränkt sich dann aber auch wirklich auf die akustischen Ergebnisse. Es kann natürlich falsch sein, wenn es darum geht, als Richtlinie zu nehmen, zum Beispiel das Gewicht oder die Größe. Da stellen sich die meisten Entwickler auf Druck des Marktes hin. Die stehen immer vor dem Dilemma, wo mache ich den bestmöglichen Kompromiss zwischen diesen Parametern? Und da steht dann halt ganz, ganz oft der Preis und die Größe im Vordergrund und nicht halt die Effektivität, also die Qualität. Das ist bedauerlich. Das wird dann in der Regel aufgemotzt durch sehr viel drumherum, was mit dem eigentlichen Lautsprecher gar nichts zu tun hat. Auch wahnsinnig Imagewerbung, die eigentlich auch mit dem Produkt nichts zu tun hat. Die hat nur damit was zu tun, dass man Aufmerksamkeit erregt, um halt einen größeren Marktanteil zu generieren. Ist alles verständlich, muss auch wohl so sein. Für mich persönlich stand von vornherein fest, ich mache das nicht. Die ersten Jahre war ich davon überzeugt, dass mich niemand vom Markt runterkriegt, solange ich Qualität mache. Das war auch damals so. Das hat geschwenkt, so Mitte der 80er fing das an, dass sich der Markt irgendwie drehte und dass es wirklich nicht mehr reichte, nur Qualität zu machen. Das heißt also, man musste durch Marketing auf sich aufmerksam machen. Das heißt, die Marketingabteilungen, und daran waren zum Beispiel die Amis uns meilenweit voraus. Zum Beispiel, typisches Beispiel Bose.
ein unglaubliches Marketing. Oder JBL damals. Ein wirklich sagenhaftes Marketing. Und das fehlte uns Deutschen. Bei uns war das halt so, ich war ja einer der allerersten, neben vielleicht Dünnerkocht, was anderes fällt mir so spontan nicht ein, die nach dem Krieg irgendwie PA-Anlagen gebaut haben. Also nicht nur Lautsprecher, sondern PA-Anlagen. Ne? Und da waren uns damals die Engländer und Amerikaner noch weit voraus, weil die auch die Unterbrechung durch den Krieg so nicht hatten. Ne? Und in den folgenden Jahren und Jahrzehnten haben wir hier in Deutschland irgendwie dermaßen aufgeholt, dass ich von meiner Seite jetzt erstmal behaupte, wir sind ganz weit vorne. Ja. Bei dieser ganzen Entwicklung war ich mit dabei. Ja. Ich war immer einer von denen, die mit irgendwelchen Dingen vorausgegangen sind, ne? Ohne großes Theater. Und so Ende der 80er Jahre war mir klar, nee, das war schon in den 90ern, da war mir klar, ich muss irgendwie in meiner Firmenstrategie was ändern, weil ich merkte so an der Reaktion der Leute, mir hing so das 70er Jahre Image an, was ja auch richtig war. Ne? Nur sind solche Dinge natürlich dann in gewissen Zeiten dann auch verpönt. Ne? Also was tun? Und ich habe mir damals irgendwie einfach nur überlegt, okay, mit Geld kriegst du nicht hin, also eine riesen Image-Kampagne oder Werbekampagne zu machen, geht nicht. Ne? Wäre mir auch das Geld zu schade für. Ne? Und dann habe ich mir damals überlegt, okay, du musst was Außergewöhnliches machen. Nochmal. Und hatte mir dann vorgenommen, okay, ich baue jetzt mal die lauteste Großbeschallungsanlage, die es gibt. Ich wusste ja, wie es ging, ja, und habe mich dann dran gesetzt und habe dann die Anlage entwickelt, die dann später auch mehrfach auf der Mayday war. Ne? Genau aus diesem Grunde halt. Ne? Es gab eine deutsche PA auf der Titelseite von so einem Fachmagazin und direkt mit der Schlagzeile mit 140 dB gegen US-Konkurrenz. War natürlich insofern geschickt eingefädelt, weil bevor das überhaupt irgendjemand gemerkt hat, stand das da. Auch ein Risiko für die Zeitschrift, klar, ja, weil ich bin nicht der größte Anzeigenkunde, muss man einfach mal auch so sagen, aber von der Sache her natürlich absolut gerechtfertigt. Ne? Und dann bist du wieder im Fokus der Leute. Ja? Und wenn man dann so eine Veranstaltung wie die Mayday irgendwie hinkriegt, dann weiß man auch, du kriegst alles andere auch hin. Ja, für mich war das eine völlig neue Dimension. Ich kriegte irgendwann die Anfrage von der Mayday GmbH, also von dem Veranstalter, damals von dem Klaus-Jan Kuhn. Und zu der Zeit hatte ich nur die Testmodelle hier, das heißt ein Türmchen links, ein Türmchen rechts. Ne? Da kannst du bei der Medien nicht mal Foyer mit beschallen. Also war klar, wenn ich das mache, muss ich riesig investieren. Und dann habe ich mich mit der Uschi zusammen hingesetzt und dann haben wir 2-3 Minuten eine Tasse Kaffee getrunken und haben überlegt und war das klar, jetzt. Ne? Weil das Angebot kriegst du nicht allzu häufig. Und dann habe ich erstmal meine Zulieferer angerufen. Also die Lautsprecher waren zum großen Teil Sonderanfertigungen für dieses System. Ne? Die Kunststoffgeschichten sowieso, die Stahlrahmen mit allem drum und dran, da waren alles ja Sonderanfertigungen. Da musste ich erstmal meine Zulieferer irgendwie fragen, ob die das in der Zeit schaffen würden, weil das waren 3 Monate Zeit.
Und es war völlig klar, ich brauche mindestens ein Dutzend von diesen großen Top-Teilen und mit Sicherheit da 3- oder 4-fach an Bass. Und ja, dann haben wir, wie gesagt, nachdem klar war, die Zulieferer haben alle zugesagt, ne, habe ich gesagt, okay, sage ich zu. Ne. Habe ich dann zugesagt und wir waren, ich glaube, 3 Wochen vor der Mayday komplett mit allem fertig. Ne. Und die Mayday war damals noch eine andere Veranstaltung als heute. Die hat den Weg genommen von vielen Veranstaltungen, ist mittlerweile überwiegend Kommerz. Damals war das noch ganz anders. Die haben also wirklich unglaublich Wert auf Sound gelegt. Da gab es die sogenannte Soundpolizei mit dem Turschuh an der Spitze und der Klaus-Jan Kuhn und der Westbam hing damals noch mit drin. Ne? Und die haben wirklich Wert drauf gelegt. Ne? Und die waren sich einig darüber, sowas hatte noch nicht gegeben bis dahin. Ne? Und naja, das war dann wieder mal so ein Sprung in die richtige Richtung. Ne? Wobei ich mir auch nicht überlegt habe, wann kannst du das jemals verkaufen, was du da jetzt gemacht hast? Ne? Ich meine, was man da an Verleih kriegt auf so einer Veranstaltung, ist auch nicht so die Welt. Ich meine, bei mir war es okay, aber da musst du 100-mal so eine Anlage verleihen, bevor das Geld drin wieder reinkommt. Ne? Das war mir aber völlig egal, weil mir war das eigentlich wichtig, den Leuten zu zeigen, hier bin ich. Ne? Und das hat sich also 100%ig bezahlt gemacht. Ne? Also das hat zwar lange gedauert, aber mein Gott nochmal, ich bin ja nicht irgendwie, hab ja nicht das Geschäft irgendwie angefangen, um heute zu arbeiten und den Rest meines Lebens auf den Bahamas zu verbringen. Ich will das ja so lange machen, wie es eben kann. Ne? Und das macht sich bisher ganz gut. Ne? Ja, die Geschichte mit der Mayday ging natürlich noch weiter. Ich habe da dann, glaube ich, insgesamt 4, 5 oder 6 Mal gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Erstmal mit dem großen PA. Und danach hatte sich irgendwie umgesprochen, da ich ein ganz kleines Lineway hatte, entwickelt habe. Und zwar deswegen, weil sich nach der Mayday mit dem großen Horn PA irgendwie rausgestellt hat, das war zu der Zeit damals nicht verkäuflich, hat sich inzwischen auch wieder geändert, weil zu der Zeit kamen die großen PAs raus. Hauptsächlich damals von Electrovoice und JBL. Und an den Teilen habe ich einiges nicht verstanden, unter anderem warum die so groß sein mussten. Dann habe ich mich erstmal umhört, wie so die Theorie aussieht. Und habe mich dann mal in die Theorie versenkt, habe dabei aber auch ganz, ganz unten angefangen. Das heißt, ich wollte wirklich so die Grundlagen wissen, warum und wieso das funktionierte und in welchen Bereichen das funktionierte. Und habe dann beschlossen, okay, ich mache sowas. Aber unter der Voraussetzung, alles, was nicht unbedingt in so ein Gehäuse rein muss, das heißt überwiegend Bass, kommt da erst gar nicht rein. Bass steht auf der Erde. Das hat sich auch bewährt und wird ja auch heute bis hin zu Kardioid-Anordnungen und Endfall-Anordnungen und wirklich ausgeweidet. Aber unter der Decke muss es nicht unbedingt hängen. Manchmal kann man solche Gewichte auch gar nicht hängen. Und habe mich dann dazu entschlossen, das so klein wie möglich zu halten. Also CLIA heißt kompaktes Line Array. Ja. Und habe mich dann dran gegeben und habe meine eigenen Ideen dazu entwickelt. Ich habe also keinen Waveguide da drin. Das funktioniert völlig anders, was natürlich zur Folge hatte. Ich musste alles, was an dem Modul dran ist, komplett neu entwickeln lassen. Was zum Teil sehr, sehr schwer war, weil wenn ich jetzt zu einem deutschen Lautsprecherhersteller, gibt es noch den einen oder anderen, hingehe und sage, pass auf, ich brauche einen winzigen Hochtöner, der sehr viel Leistung macht und sehr gut klingt und kann dem jetzt nicht irgendwie Millionen Umsätze versprechen, dann sagen die erstmal nee. Ja.
Also die Überzeugungsarbeit da war wirklich schwierig und auch typisch für das Verhalten von so manchen Unternehmen. Wir hatten ja eben schon mal das Thema Innovation. Da sind viele nicht daran interessiert, wenn nicht sofort Profit absehbar ist. Ne? Jedenfalls ist es mir dann auf Umwegen irgendwie gelungen, den Chef der Firma, der Entwickler, hatte mir zwei Handmodelle gebaut. Den kannte ich noch von früher. Und da war mir klar, das funktioniert. Und die Verhandlungen mit dem Chef waren dann schwieriger. Ne? Weil ich dem auch keine Mengen versprechen konnte und auch nicht wollte. Käme ich mir blöde vor, wenn ich ihm sage, pass auf, wir brauchen jetzt dieses Jahr mal 2000 Stück davon. Und ich brauche dann in Wirklichkeit nur 300 oder so was. Ne? Irgendeine war mir ja völlig fremd, was daraus wird. Ne? Weil es war wirklich komplett neu. Ne? Ist aber dann gelungen. Das heißt also, jedes Teil daran, jedes einzelne Teil, auch die kleinen Basslautsprecher, die Bass-Mittelton-Lautsprecher, die da drin sind, sind speziell für dieses System entwickelt. Ne? Die ganze Hardware dazu. Anfangs sah die Hardware auch noch anders aus, als sie jetzt aussieht. Da war also die Hardware an sich schwerer als das eigentliche Modul, weil ich war darauf aus, mindestens irgendwie 36 Module untereinander zu hängen. Ne? Was in der Theorie von Linus wirklich Sinn machen würde. Ne? In der Praxis eher weniger. Ne? Und übrigens bei der Entwicklung von der Hardware hat mir jemand wirklich sehr, sehr geholfen. Das war der Marcel aus Berlin von der Firma TSE. Weil der hatte in Bezug auf Hardware ein völlig anderes Erfahrungsfeld als ich. Ich hatte da gar keine Erfahrungen mit. Ne? Und das war eine gute Zusammenarbeit. Ja, und als dann die Module fertig waren und man wirklich hören und messen konnte, das funktioniert wirklich richtig gut als Linienstrahler, kam dann wieder Anselm Görs ins Spiel. Ne? Dem hatte ich dann davon erzählt. Und dann haben wir gesagt, okay, weil das Angebot MEDE stand schon irgendwie im Raum. Und dann haben wir überlegt, wie tasten wir uns da dran, dass wir entscheiden können, ob wir das machen oder nicht machen können. Ne? Und dann haben wir hier bei mir in der Halle eine Demoanlage aufgebaut mit auf jeder Seite 4 Module. Und haben dann einfach mal über viele, viele Stunden einen Dauertest gemacht in Bezug auf die höchsten erreichbaren Pegel. Ne? Und das waren dann im Durchschnitt 118, 119 dB, das ist sehr viel. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, Mayday, die Halle 2 sollten wir machen, hat die und die Abmessungen. Wir brauchen sollte eine 4-Punkt-Beschallung werden, wir brauchen also pro Ecke 10 Module. Und erstaunlicherweise natürlich, oder für mich nicht, aber für einige andere schon, braucht man da sehr, sehr, sehr viel Bass zu, ne? Weil die Dinger tun es wirklich gut. Ne? Wir hatten also dann letztendlich auf der Medie bei der 4-Punkt-Beschallung links und rechts neben der Bühne jeweils einen Tower von 6 Doppel-Silber-Basshörner, die E24SE. Und auf der Rückseite, die zwei Türmchen waren von meinem kleinen E12BC, auch 12 Zoll, einmal 12 Zoll Basshorn, 12 Stück waagerecht übereinander in jeder Ecke. Dagegen waren die Clear-Module nichts optisch, gar nichts. Ne? Die sah man gar nicht. Ne? Und das Interessante dabei war, bei der Medie gab es ja damals noch so eine sogenannte technische Führung. Vor der eigentlichen Party, da wurden Fachleute eingeladen, die kriegten dann alles da vorgeführt, was da installiert wurde an Lichttraversen und. Und ich hatte vorher den Leuten, die Licht und andere Sachen bei mir in der Halle machten, gefragt, ob die hatten so große Videoscreens und habe die gebeten, dass man da irgendwie eine DVD, ja, ging alles, gar kein Problem. Dann habe ich gesagt, okay, lass die Halle halb dunkel, wenn die Leute reinkommen. Ne? Und dann waren jetzt so 150, 160 Leute, die reinkamen. Die habe ich dann erstmal da stehen lassen. Dann konnten die sich in Ruhe mal umgucken. Lief auch noch keine Musik. Und dann habe ich irgendwann den Handsender genommen und habe mal gefragt, ob schon jemand die Lautsprecher entdeckt hätte. Und wirklich alle Zeichen auf die beiden dicken Basstower links und rechts neben der Bühne. Ne?
die eigentlichen CLIA-Module, allein nur hat überhaupt noch keiner gesehen, war auch nicht so einfach, weil da hingen direkt daneben hingen so Kettenzüge, die sahen so im Halbdunkel genauso aus. Ja. Und dann habe ich den Jungs, die da Video machten, habe ich dann als Demo-Platte eine DVD gegeben von Kraftwerk, haben wir die Menschmaschine laufen lassen. Und das war durch diese vielen wirklich ideenreich postierten Screens wirklich beeindruckend. Ne? Dieses ganze Zusammenspiel von Bild und Ton war schon richtig gut. Ne? Übrigens fällt mir da gerade ein, das war die erste Media, wo man versucht hat, mit einem durchschnittlichen Pegel von 99 dB, ich glaube dBA, weiß ich gar nicht, die Party zu machen. Ne? Und da war auch jemand, der das offiziell gemessen hat. Und diesen Maximalwert oder maximalen Durchschnittswert musste man messen an dem Punkt, wo es für die Leute am gefährlichsten war, also da, wo es am lautesten war. Ne? Interessanterweise, und das war für den Mann damals extrem verblüffend, der hat auf dem ganzen Dancefloor nicht einen einzigen Hotspot gefunden. Das war überall gleich, selbst direkt unter den Lautsprechern. War das nicht anders als 15 Meter weiter weg. Ne? Der hat also keinen Hotspot gefunden. Wir haben auch dann mit 99 dB angefangen, ne? So eine Stunde. Danach hatte sich das Thema 99 erledigt. Ne? Ja, und das war dann irgendwie, dann haben wir, ich glaube, bestimmt noch zweimal die Media gemacht mit dem CLIA und auch noch einmal mit dem großen Horn-PE. Ne? Und dann hat die Media den Besitzer gewechselt, die haben das damals verkauft. Ne? Und ich glaube, das hat damals iMotion gemacht. Und iMotion ist ja mittlerweile auch schon verkauft an irgendjemanden. Ne? Uninteressant. Ne? Da gehe ich dann lieber irgendwie auf irgendwelche größeren Goa-Events, wo das sind wirklich noch Soundfreaks. Ne? Die wollen das also wirklich wissen. Ne? Ja. Schön. Fame sind die verkauft worden mittlerweile, so eine Wave-Kitsche. Fame? Ja. Okay. Ich dachte, das auch hier diese ganzen. Ich dachte, das wäre den Music Store House Markt gedacht. Auch, ja, aber es gibt so eine dicke Agentur in den USA, die machen halt diese ganzen Festivals, diese großen. Ja. Also ich sehe da nicht ein, dass für irgendwelche Zockerbanden an der Wall Street irgendwie mich anstrengen. Ne? Nee. Tut man nicht. Da kann man auch Banker werden, sein. Zwei Dinge passiert, die bei der Mayday noch nie passiert sind. Nach der ersten Mayday bin ich zu denen hingegangen und habe gesagt, hör mal, wenn ich das hier nochmal machen sollte, hätte ich gerne die körperliche Gewalt über die DJs. Und da sagte der, ja klar, gerne. Weil das war eigentlich auch deren Job, nur die konnten nicht überall gleichzeitig sein. Ne? Weil mir war aufgefallen, die verlieren halt manchmal so im Laufe der Stunden die Kontrolle über sich selber. Das heißt, rot. Alles, was rot blinken kann, ist rot oder dauerrot. Ne? Und dann ist natürlich der Sound entsprechend. Ne? Und dann haben wir bei der nächsten Mail, habe ich dann den Jungs gesagt, pass auf, wenn du siehst, ne, rot, ne, DJ von hinten nehmen, 2 Meter zurück, alles wieder auf linear und weitermachen. Ne? Und fanden die auch alle toll. Ist ein paar Mal passiert, ne, während der vielen Medien, die wir gemacht haben, und fanden die auch alle richtig. Ja? Weil es ist wirklich so, dass die manchmal, ja, in Rage sind und das dann nicht mehr so wirklich unter Kontrolle haben. Ja? Und das andere, was passiert war, das war teilweise drastisch. Die Party sollte morgen um 6 oder 7 zu Ende sein. Und bei uns in der Halle gingen die Leute nicht. Die gingen einfach nicht. Die Jungs aus Wilhelmshaven standen schon auf den Tauern, hatten schon die Stecker in der Hand und wir wollten nach Hause. Und die Leute gingen nicht.
Und da kam jemand von der Mede, von der Soundpolizei, aber ist ja los, ah, Party, weitermachen. Ne, weitergemacht. Ne? Zum Teil schon mit Arbeitslicht. Da ging das Arbeitslicht an und die Leute gingen nicht. Das hatten die noch nie bei der Mede. Ne? Vielleicht hat es am Sound gelegen. Ne? Ja, weil das Ziel, was ich habe beim Sound, ist immer, du brauchst für bestimmte Musik, ob das jetzt Klassik ist oder ob das Elektro ist oder Heavy Metal, brauchst du Unmengen an Dynamik. Dynamik heißt, es muss laut sein. Laut ist aber nur, wenn es vorher und nachher leise ist. Ne? Und wenn du das hinkriegst, dass du auch genügend Pegelreserven hast, dass, wenn es laut ist, die Leute nicht quält, sondern einfach nur Spaß macht. Wenn es anfängt, weh zu tun, gehe ich selber. Ich kann das nicht aushalten. Da kann auflegen oder spielen, wer will. Wenn der Sound mich quält, gehe ich. Das ist nicht der Sinn von so einer Veranstaltung, die Leute zu quälen. Das hält sie ja am Ende nur mit Drogen aus. Ne? Und ich bin, das ganze Haus hier ist komplett drogenfrei. Ne? Immer gewesen und mal sehen. Ne? Ende offen. Also da gibt es mehrere Deutungsarten. Wenn ich jetzt zum Beispiel voraussetze, ich habe HiFi zu Hause und ich lege mir zum Beispiel irgendeine Live-Aufnahme von irgendeiner Band auf, dann, ich meine, klar, die Lautsprecher müssen gut sein, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass man in dem Moment einen ungleichen Kampf führt. Einmal das Erlebnis im Kopf von dem Live-Auftritt und dann die relativ sterile Wiedergabe. Das heißt, ich würde jederzeit versuchen und das auch so weiterempfehlen, da einen Unterschied zu machen zwischen, ich sage es mal ganz krass, Labor-Sound und Scheiß-Sound. Hören ist ja zwar ein messbares Ergebnis, aber da geht es um Gefühle. Bei Musik geht es ausschließlich um Gefühle. Das heißt also, ich muss irgendwie versuchen, die Leute, das wird völlig unterschätzt, die Leute, ich sage es mal drastisch, an die Eier zu packen. Wenn mir das gelingt, dann ist der Sound gut. Das bedeutet gleichzeitig, ich darf die nicht nerven. Das heißt, wenn es hier oben anfängt, weh zu tun, wenn es kreischt und ätzend ist, ganz schlecht. Wenn es untenrum nur wummert und nicht spielt. Viele Anlagen wummern unten, macht 20 Minuten guten Eindruck und dann denke ich mir, wann spielen die jetzt den zweiten Ton? Da ist jeder Bassist beleidigt, weil mir Bassisten sagen, bestimmte Lautsprecher können der Musik nicht mehr folgen. Ja, es geht um Musik, es geht um Emotionen und ich will die Leute packen. Ja, weil dafür bezahlen die Geld, dafür bezahlen die Eintritt, die wollen das Erlebnis haben. Ja, und danach richte ich die Vorstellung, wenn ich Sachen entwickle, dass Leute die Möglichkeit oder ein breites Spektrum an Möglichkeiten haben, um die Leute wirklich packen zu können. Das nützt mir nichts, wenn ich einen linearen Frequenzverlauf habe und das ist langweilig. Das nützt mir gar nichts. Ich muss mich darauf einstellen, wie reagieren die Leute, wie stelle ich die Anlage ein, damit die Leute das, was sie haben wollen, auch wirklich kriegen. Und zwar in bestmöglicher Qualität. Und das ist immer so ein Spagat, den man sich beugen kann oder auch nicht. Zwischen der Qualität der Musik, das hatten wir, glaube ich, schon mal das Thema, die Qualität der Musik, die Größe der Geräte, die dafür in Frage kommen, also der Lautsprecher, Transportvolumen, Gewicht und Preis. Ja, das sind so ein paar Parameter, die schweben immer um einen rum, wenn man zum Beispiel einen Lautsprecher entwickelt. Ja. Ich habe ganz wenig, also das neue zum Beispiel, das neue Basshorn hat, wenn es so liegt, wie es da jetzt so rumsteht, auf der Grundfläche Europalettenmaß.
Das ist sehr praktisch, ne? Aber ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, okay, ich nutze das jetzt voll aus. Also kann ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, wie ich da jetzt alles da dann auf die Reihe gekriegt habe. Aber was immer im Vordergrund steht, das ist, dass man damit Emotionen produzieren kann, Emotionen wecken können. Wenn ich hier neue Boxen entwickle, sagen wir mal brandneue, ne? Die stehen dann immer hier rum. Danke. Die stehen dann immer hier rum und dann läuft hier, wenn ich mich hier in der Halle aufhalte, Musik. Mal leise, mal laut. Das kann eine Woche, meistens zwei laut. Wochen, meistens laut, ja. Weil das ist der normale Arbeitszustand von der PE, ist laut. Ne? Das kann mehrere Wochen dauern. Und wenn ich dann nichts merke, was mich an der Anlage stört, dann bleibt die so. Und wenn ich irgendwie merke, okay, das ist noch nicht 100 Pro, wie ich eben gesagt habe, an den Bässen, da ist noch Potenzial, ne? Dann werden die auch gar nicht erst veröffentlicht. Ne? Die werden dann veröffentlicht, wenn ich für mich sage, okay, jetzt ist sie so, wie ich das haben will. Wen das sonst noch interessiert auf diesem Planeten, weiß ich nicht. Ist mir auch völlig egal. Ne? Zunächst mal ist mir das völlig egal, weil ich war mir immer im Klaren darüber, ich kann nicht der einzige Idiot auf diesem Planeten sein. Da muss es viele von geben. Ne? Und das ist auch so. Ne? Manche wissen das gar nicht, dass sie so sind, aber das merkt man eben im Kontakt, wenn man mit den Leuten redet, ne? Dass sie eigentlich sowas immer auch vermisst haben, aber heute nicht mehr kriegen. Weil heute zählt nur noch der Taschenrechner. Das nervt. Weil es geht nicht um den Taschenrechner, sondern es geht darum, Gefühle zu wecken. Das ist der Job. Oh. Andere Fragen?